Also, wir machen weiter mit den Halachot Shabbat, Shabbat-Gebote. Shabbat, so ein heiliger Tag ist der Bach Shemolat Shabbat. Allein den Namen Shabbat zu erwähnen, den darf man nicht überall aussprechen. Das Wort Shabbat. Shabbat, dort, wo man nicht über die Divrei Torah reden darf. Das heißt, im Badezimmer, Mikwe, umso mehr im WC, dort darfst du nicht mal Shabbat sagen. Warum? Zohar HaKadosh sagt, Shabbat ist auch einer der Namen Gottes. Shabbat. Deswegen muss man sich immer vor Shabbat gut vorbereiten und bezüglich des Essen vorbereiten, die Wohnung herrichten und so weiter und so fort. Und auch wenn jemand sehr reich ist und viele Diener hat, und auch wenn jemand denkt, dass er ein großer Gelehrter ist, ein großer Talmid Chochem, auch die müssen selbst irgendetwas für Shabbat tun, so wie im Talmud, Shabbat Seite 119 wird erzählt über große Amoraim, große Rabbiner, wo jeder irgendetwas gemacht hat. Der eine hat dort Holz gejagt, der andere hat Gemüse klein geschnitten, der andere hat die Wohnung zusammengekehrt. Und jeder hat irgendetwas vorbereitet. Und auch bei den Einkäufen, die wir für Shabbat tun, ist es gut, dass wir immer denken, aber auch sprechen und sagen, Lichvot Shabbat Kodesh, für Shabbat. Für Shabbat, das ist etwas sehr, sehr Wertvolles, sagt der Arizal, dass jede Sache, die wir für Shabbat machen, jede Mühe, die wir uns für Shabbat bemühen, und dadurch manchmal du läufst, kaufst hin, her, Stress da, dort, du kommst zum Schwitzen, und aus diesem Schweiß löscht Gott all deine Sünden im Himmel weg. Schweiß, dass du schwitzt für Shabbat, alles wird weggeschmissen. So, wir haben letztens haben wir gelernt, darüber, über den Kiddush haben wir schon gesprochen, über die Chalot, den Segen am Mozi haben wir angefangen, sind leider nicht fertig geworden. Wir haben gesagt, wir müssen bei jeder von den drei Mahlzeiten müssen wir auf zwei vollständige Brote, zwei vollständige Chalot müssen wir segnen. Muss nicht unbedingt eine Challah sein, die schön gezöpfte Challah, oder bei den Bucharen die runde Brote, sondern es kann eine Pita sein, also zwei Pitot, zwei Semmeln, zwei Matzot zu Pesach, oder wenn jetzt mitten im Jahr, du kannst nehmen ein Brot und eine Matzah, falls du es nicht hast. Und ja, also es müssen zwei vollständige Brote sein. Zwei Scheiben Brot gehen nicht. Warum? Weil es ist kein vollständiges Brot. Wenn du hast zwei Halbbrote, du kannst mit einem Zahnstocher sie verbinden, zusammengeben. Das kannst du machen. Oder viele Scheiben Brote mit Zahnstocher zusammen. Das ist nicht mehr. Ja. Wenn du ein geschnittenes Brot hast, das Ganze in einem Sack zusammen, nicht so ganz. Zwei vollständige Brote, lieber nimm zwei kleine Semmeln, anstatt zwei große geschnittene Brote. Ja. Jetzt, in allen drei Mahlzeiten zwei Chalot. Was, wenn jemand einen guten Appetit hat und mehrere Mahlzeiten essen will? Er will fünfmal am Tabat will er essen. Fünf Mahlzeiten mit Amuzilechim in Aretz, mit Händewaschen. Halacha sagt, dass bei jeder Mahlzeit, auch wenn es über die drei Mahlzeiten ist, muss man zwei Brote nehmen. Mit drei Mahlzeiten, was ich letztens gesagt habe, drei Mahlzeiten sind nicht drei Mahlzeiten, die wir eins hintereinander machen, sondern die drei Mahlzeiten, die sind, erste Mahlzeit ist am Freitagabend, wenn wir von der Synagoge zurückgekommen sind, das ist die erste Mahlzeit. Zweite Mahlzeit, das ist in der Früh, wenn wir von der Synagoge zurückgekommen sind. Und dritte Mahlzeit ist, nachdem wir Mincha gebetet haben, am Nachmittag ist, das ist die dritte Mahlzeit. Und wir haben noch die vierte Mahlzeit, das ist Sudat Menaveh Malka, das ist die Begleitung der Königin. Nachdem Shabbat zu Ende ist, wir begleiten die Königin mit einer Speise. Und das ist Sudat Revish geschrieben für Frauen, damit sie eine leichte Geburt haben. Und ist es gut, diese vierte Mahlzeit zu essen. Der Talmud sagt uns, Shabbat 118, dass warme Speisen, also etwas Warmes, wenn jemand isst am Moze Shabbat, das ist ein Heilmittel.
Ein Heilmittel für was steht nicht geschrieben, das heißt für was, das heißt für alles. Ein Heilmittel, gutes Heilmittel, wenn jemand krank ist und so weiter. Nicht nur wegen dem, aber Mitzwa, so David zu essen. Jetzt, wir nehmen die zwei Chalot, segnen, nachdem wir uns die Hände gewaschen haben. Wichtiger Punkt, das haben wir schon vorher gesprochen. Alle Mitzvot, die wir machen, wir sprechen zuerst den Segensspruch und dann erfüllen wir die Mitzvah. Das haben wir damals bei den Kerzenanzünden gesprochen. Wie ist es bei den Händewaschen? Beim Händewaschen, dann haben wir ein kleines Problem. Unsere Hände sind jetzt unrein und wir wollen jetzt Gottes Namen erwähnen. Es ist besser mit reinen Händen. Aber wenn wir schon die Hände gewaschen haben und die Mitzvah schon erfüllt haben, wie können wir dann segnen? Sondern die ganze Mitzvah, das Gebot der Händewaschen, ist noch mit dem Waschen noch nicht vollendet. Wann wird es vollendet? Wenn wir die Hände abgetrocknet haben. Darum, wir nehmen einen Krug Wasser, einmal füllen es mit der rechten Hand, übergeben es in die linke, dann 1, 2, 3, nachher nehmen wir ihn mit der rechten, 1, 2, 3 auf die linke. Wir, Netilat Yadai, Netilah heißt erheben. Wir erheben unsere Hände nicht über den Kopf, wir erheben unsere Hände. Die rechte Hand soll ein bisschen höher als die linke sein. Noch einmal, das ist laut der Kabbalah, muss nicht unbedingt sein, aber gut zu machen, wenn du das schon machst. Was stört es dich, die rechte ein bisschen höher zu halten als die linke? Und wir sprechen den Segensspruch, Asher Kideshanu B'Mitzvotav V'Tzivanu Al Netilat Yadai. Was passiert, wenn aus Versehen jemand, er war nicht da, nicht nachgedacht und hat schon die Hände ausgetrocknet. Er hat Hände gewaschen, getrocknet, er kann nicht mehr den Segensspruch Netilat Yadai sagen. Weil mit dem Trocknen beenden wir die Mitzvah und deswegen, wir waschen die Hände, erheben die Hände, sprechen den Segensspruch und dann, erst dann trocknen wir die Hände. Dann schweigend nicht sprechen, man darf nichts dazwischen sprechen, geht man wieder zurück, setzt man sich hin und spricht den Segensspruch auf die Chalot. Jetzt, wer soll sich zuerst die Hände waschen? Die Älteren oder die Jüngeren? Also, jetzt geht es um Respektsache, ja, um Ehre. Zum Beispiel, jetzt, das ist der Vater, der Sohn, der Großvater, Vater und Sohn. Wir wollen den Großvater ehren. Das heißt, wer soll sich als allererstes die Hände waschen? Es gibt ja zwei Meinungen. Erste sagen, zuerst Großvater, dann Vater und am Ende der Sohn. Das Problem aber dabei, was ist dann? Wenn der Großvater sich die Hände gewaschen hat, muss er warten, bis der Vater, bis das Kind, bis alle sich hingesetzt haben. Das heißt, er muss länger warten, bis er den Segensspruch, also er muss länger schweigen und länger warten, bis er den Segensspruch gesprochen hat. Deswegen, andere meinen, nein, wir lassen zuerst die Kinder Hände waschen. Und dann die Großen erst einmal, so oder so, alles ist gut, nur man soll nichts reden zwischen dem Händewaschen und dem Hamotzi-Segensspruch. Aber Sachen, die dazu passen, der Talmud gibt uns ein Beispiel, gib dem Viech zu fressen, es passt, warum passt es dazu? Es passt dazu, warum? Weil in Schma Israel sagen wir, ich gebe Ernte für dein Viech und nachher du sollst essen. Das heißt, zuerst muss dein Viech gefressen haben. Schau, wie sehr tierschützend unsere Torah ist. Manche Grüne, Gelbe sagen, Torah, ihr seid brutal, ihr schlachtet. Man soll das Schächten verbieten. Wo gibt es noch solche, wo man über den Leid der Tiere achtet, wo beim Schächten das geringste Leid, das es gibt, das ist beim Schächten für das Viech. Ja? Zuerst muss das Viech gefressen haben und erst dann darfst du essen. Darum passt es auch dazu. Und deswegen, oder wenn zum Beispiel Salz fehlt oder irgendwas fehlt, das ist auch etwas, was dazu passt und du kannst es sagen. Wir nehmen die zwei Chalot in die Hand, sprechen den Segensspruch Hamotzi Lechem Min Haaretz. Ja? Hamotzi Lechem Min Haaretz. Dann, wir schneiden von der Chala ab. Aschkenasische Brauch ist es, dass man mit einem Messer schneidet.
laut der Bukharische und auch laut der Kabbalah ist es, dass es man es mit der Hand lieber machen soll. Das ist ja? Das Welche von dem Chalot soll man nehmen? Wir haben zwei, wir haben eine oben, eine unten. Und beide vom Gesicht schauen, das ist, von beiden Seiten ist das Gesicht. Ja? Oben und unten. Es ist so, dass am Freitagabend, laut dem Pschat, laut dem Mishnah Berurah sagt, am Freitagabend schneidet man von der unteren ab und bei allen anderen Mahlzeiten von der oberen. Aber laut Arizal, und das ist auch der sephardische Minhag, ist es, dass man immer von der oberen Chala abschneidet. Immer von der oberen. Noch einmal, das ist etwas wiederum, ob du so gemacht hast oder so gemacht hast, alles ist richtig, alles ist gut, nur was ist eine verschönerte Mitzwa? Was ist besser? Besser ist es, laut der Kabbalah immer von der oberen abzuschneiden. Was ist der Zweck vom Salz? Bitte? Zweck vom Salz. Wir kommen gleich dazu, warte kurz, warte, langsam, langsam, step by step. Dann, von wo genau von der oberen Chala? Auch da, von der Best, von dem Platz, wo es am besten gebacken ist. Von wo lernen wir das? Das haben wir gelernt, von wo? Der Talmud erzählt über den Rav Ashi, das ist der Verfasser des Talmuds, und dort redet man über all die Könige, Talmud Sanhedrin, 10. Kapitel, alle Könige, die keinen Anteil in der nächsten Welt haben. Die haben gelernt und dann sagt er, morgen reden wir über unseren Freund Menashe, der König Menashe, der Sohn von Chizkiyahu, der hat Götzen gedient. Morgen reden wir über den König Menashe. In der Nacht kommt der König Menashe, kommt zu mir im Traum, sagt er, Alter, seit wann bin ich dein Freund? Du nennst mich Freund? Komm, ich frage dich mal eine Frage, um zu wissen, ob du überhaupt in meinem Niveau bist. Welche Frage? Er sagt, von wo schneidet man ab die Challah? Rav Ashi, der Verfasser des Talmuds, der das alles niedergeschrieben hat, das heißt, er hat den ganzen Talmud hat im Kopf gehabt. Er sagt, ich weiß nicht. Sag mir von wo und ich werde morgen diese Lehre von deinem Namen, weil ich sie lehre. Sagt er, so ein einfaches Gebot weißt du nicht und du nennst mich Freund. Kurz gesagt, von wo? Er sagt ihm, vom bestgebackenen Platz. Warum? Der Segen soll immer von der schönsten Seite sein. Warum hat es dieser König gewusst? Da gibt es sehr, sehr vertiefte Diskussionen darüber. Wie kann es sein, dass Rav Ashi es nicht gewusst hat? Und von wo hat es der König gewusst? Es war für ihn ein kleiner Hinweis. Schau, du kennst dich zwar sehr gut aus mit der ganzen Torah, mit der mündlichen Torah, mit der schriftlichen Torah, aber wir haben uns sogar gekümmert über Sachen, die, es ist zwar nicht Pflicht, aber wie verschönern wir die Mitzwa noch mehr und noch besser? Ja, es ist wiederum eine Verschönerung der Mitzwa, eine Verbesserung der Mitzwa, von welcher Seite man das Brot abschneidet. Jetzt, es gibt, so wie beim Kiddush, wir damals schon gesprochen haben, es gibt mehrere Bräuche, ob jeder auf das Brot separat segnet Amuzilechem min Haaretz oder ob der Hause alleine Amuzilechem min Haaretz und alle befreit. Wie gesagt, beim Kiddush schon davor, in so einem Fall muss der Hausherr die Andacht haben, alle zu befreien. Alle müssen aufmerksam hören den ganzen Segensspruch und auch denken, befreit zu werden. Nicht Baruch Baruch Shmo antworten, sondern nur Amen. Und erst nachdem der Hausherr vom Brot abgebissen hat, erst dann darf der Rest, dürfen alle anderen von ihrem Brot essen. Aber wenn jeder alleine den Segensspruch sprechen will, in so einem Fall muss jeder einzelne zwei vollständige Brote haben. Leche Mishne. Wenn ich eingeladen bin. Oh, Moment. Wenn du selber den Segensspruch sprechen willst, dann brauchst du zwei Brote. Wenn du irgendwo eingeladen bist und dort der Hausherr selbst sagt den Segensspruch, dann wirst du von ihm befreit werden. Aber was passiert, wenn du an einem Platz, an einem Ort eingeladen bist, wo der Hausherr kein großer Gelehrter ist und er kann den Segensspruch nicht ordentlich aussprechen oder denken, befreien oder befreit zu werden oder er stottert beim Reden und so weiter,
dann solltest du lieber selbst zwei Brote nehmen und selbst den Segensspruch sagen. Wenn es aber keinen gibt, es gibt kein zwei Brote. Es gibt nur dort beim Hausherrn zwei große Chalot und sonst gibt es kein anderes Brot mehr. Und er kann die Bracha nicht ordentlich aussprechen. In so einem Fall sprich du auch ohne zwei Brote den Segensspruch am Mozeh Lechem Min Haaretz aus. Ja? Ich habe gesagt, es gibt da verschiedene Bräuche. Der aschkenasische Brauch ist, dass man es mit einem Messer schneidet. Und sie denken auch einen heiligen Namen dabei. Chet, Taf, Chaf. Das ist der Name für die Parnassa. Das sind kabbalistische Ausdrücke, die wir keine Ahnung haben. Der sephardische Brauch und auch so laut der Kabbalah, du schneidest mit den Händen und dann. Nachdem du das Brot abgeschnitten hast, bevor du es isst, da sollte man das Brot dreimal in Salz eintunken. Eins, zwei, drei. Jemand hat mir gesagt, aber bei uns ist es so, wir haben einen kleinen Salzstreuen, wir tun so auf das Brot das Salz streuen. Es ist so, dass lauter Kabbalah, lauter Rizal, sollte man das Brot dreimal in Salz eintunken. Warum? Wie sagt man Salz auf Hebräisch? Melach. Melach, das sind dieselben Buchstaben wie Lechem. Und wie viel ist Melach in der Buchstabenanzahl? Mem ist 40, Lamed ist 30, Chet ist 8 insgesamt? 78. Sehr gut, 78. 78. Und jetzt, Gottes Namen in Buchstabenanzahl, Yud, Kei, Vav, Kei ist 26. Yud 10, Vav 6, Entschuldigung, Yud 10, He ist 5, dann 6 und dann wieder 5. Insgesamt 26. Wie viel haben wir gesagt, eintunken? Dreimal, ja? Dreimal 26 ergibt 3-mal Havaya, und nochmal, das ist kabbalistische Begriffe, die wir keine Ahnung haben. 3-mal in Salz eintunken, das ist 3-mal 6, Gottes Namen, 3-mal 26, das ist etwas Gutes und das verscheucht die schlechte Energie, die es im Hause gibt. Überhaupt grundsätzlich, generell, sollte man darauf achten, dass immer Salz auf dem Tisch ist. Auch wenn schon der Tisch weggeräumt ist und alles ist weg, Salz sollte immer drauf bleiben. Und da, ich kann mich erinnern, fast bei allen älteren bucharischen Häusern, die achten sehr darauf, immer Salz auf den Tisch zu haben. Ja, das ist Brit Melach, es gibt ein Bündnis mit dem Salz, dass es immer auf dem Tisch bleibt. Nicht nur Schabbat, auch normale Wochentage immer das. Wenn es geht und möglich ist, laut dem Zohar HaKadosh, ist auch gut, wenn man auch Thymian auf dem Tisch hat. Auch da immer das, über das ganze Jahr lang. Thymian, Satar, ja? Thymian, ein Gewürz. Wenn es geht, Pflanze, dann Pflanze, gibt es in Penny 2,99 kann man kaufen. Oder als Gewürz ist auch gut. Auch das, wir sind jetzt Parashat Bo. Ja? Und dort, Gott sagt, beim Auszug aus Ägypten, man sollte die Türpfosten, womit sollte man das schmieren? Die Türpfosten, damit in der 10. Plage, damit wir verschont werden, mit Blut. Mit Blut von dem Pessachopfer. Und womit sollte man das Blut auch vermischen? Ulkachtem agudat ezov. Ezov, das ist Satan, das ist Thymian. Ihr sollt nehmen einen Zweig von dem Thymian und es mit dem Blut dann aufschmieren. Wieso? Weil das ist so wie ein Antivirus gegen den Todesengel, gegen schlechte Energien und so weiter. Das ist etwas sehr, sehr Gutes. Sollte man machen, nicht nur am Schabbat, sondern über das ganze Jahr lang auf dem Tisch sollte es bleiben. Dann, wichtig ist es beim Verteilen von den Chalot, von dem Brot, dass man nicht das Brot oder die Chalot direkt in die Hand übergibt jemandem. Warum nicht? Weil das ist einer der Trauerbräuche, die es gibt. Chaspe Shalom, Lo Yavo Lo Yeh, wenn jemand gestorben ist. Die Trauernden, denen gibt man das Brot in die Hand. Ja, man gibt den. Wenn man
Armen nicht das Brot. Ach, den Armen sollte man nicht geben, das Brot in die Hand. Geld in die Hand sollte man den Armen geben. Nein, ich meine, man sagt ja auch Kilo, weil normalerweise, das klingt so, wenn man Brot in die Hand gibt, so wie... Ah, das ist, als ob jemand arm ist und bedürftig ist. Kann sein, dass es aber noch symbolisch ist es ein schlechtes Symbol. Das heißt, warum? Weil man übergibt den Trauernden Brot in die Hand. Auch volle Eier sollte man nicht essen. Das ist auch Minhag Avilut. Das gibt man nur den Trauernden. Man, Ei muss man berechnen, also gekochtes Ei. Berechnen und dann essen. Trauernde essen es so, ohne zu brechen. Ich durfte den Schnaps von meinem Vater nicht einmal aufstehen, um ein Glas Wasser zu haben. Ja, das ist so. Das ist. Und deswegen am Schabbat, wenn wir die Chalot übergeben, nicht in die Hand, sondern auf den Tisch legen und weiter übergeben. Jeder soll es weitergeben. Auch nicht, okay, nicht auf die, nicht auf, man darf nicht in die Hand geben, dann werde ich, Chassv Shalom, werfen Brot. Ja? Gemara Masechet Taanit, dort war ein Amora, hat gesehen zwei Kinder, die mit Brot herumgeschmissen haben. Er hat gesagt, ich sehe, dass es eine Sättigung auf der Welt gibt. Einen Satz hat er ausgesprochen, plötzlich ist Hungersnot geworden, man hat nichts zum Essen gehabt. Nicht nur das. Der Talmud sagt uns, man muss aufpassen, das Brot ist eigentlich ein Geschenk Gottes. Ein Geschenk Gottes an uns. Brot ist etwas Wichtiges, etwas Wertvolles. Talmud Brachot, Seite 51, vier Sachen sind über das Brot geschrieben. Arbaat varin dem Rubapat. En menichin basar chai alapat. Du darfst kein frisches Fleisch nehmen und auf das Brot hinlegen. Warum? Der ganze Saft vom Fleisch, das Blut, das rinnt dort runter, nun kannst du jetzt das Brot essen. Du bringst mit deinen Händen das Brot zum Verderben. Und du beschämst damit auch das Brot und das sollte man nicht machen. Dann, wenn man darin kostet, du darfst auch keinen Becher, vollen Becher, über das Brot bringen. Warum? Kann sein, du hast einen Becher Wein oder Coca-Cola, irgendetwas. Du haltest es über das Brot, plötzlich schüttet ein bisschen was aus auf dem Brot, kannst du jetzt so ein Brot essen? Nein, du bringst das Brot zum Verderben. Und wenn Sorkina bat, man wirft auch nicht mit dem Brot. Weil das bringt zu Armut und man stützt auch nicht eine Schüssel mit dem Brot. Du hast eine wackelige Schüssel mit Essen. Okay, ich werde ein bisschen Brot darunter stellen, damit es nicht wackelt. Darf man nicht machen. Das heißt, du darfst nicht das Brot benutzen für irgendwelche anderen Nebenzwecke, wo es nachher weggeworfen wird. Irgendwelche Speisen drauf stellen, damit diese Speisen nachher... Ich habe nachgedacht, es gibt manche machen aus Brot solche Körper, wo drinnen Brot nachher ist. Ja. Bei Simchas gibt es solche. Man macht solche aus Brot, ganz schön. Aber das ist, Brot dient dem Brot, das ist kein Problem. Aber wenn man etwas anderes macht damit, sollte man nicht machen. Nicht nur das, man muss auch aufpassen und Acht geben bezüglich den Krümel, Perorin, ja. Bezüglich den Krümel von dem Brot. Ja. Maraz sagt, Cholin Seite 105, dass die Krümel, wenn jemand nicht auf Krümel achtet, Bar Menan, das bringt dazu zur Armut. Dort wird erzählt über einen, dass der Engel des Armutes ist ihm hinterhergelaufen. Und er hat versucht, ihn irgendwie zur Armut zu bringen, bis eines Tages er gesehen hat, der Engel, wie dieser eine Mann, genommen hat Brot und am Ufer eines Flusses, dort war eine Wiese und so gegessen hat. Und viele Krümel sind auf den Boden gefallen. Sagt er, ach, jetzt ist es in meiner Hand. Dann hat der eine Typ genommen, Krümel mit dem Gras, mit der Erde, was dort war, alles zusammen gesammelt und in den Fluss reingeschmissen. Fische, Fische, kommt, ihr habt etwas zu fressen. Und dann hat er gehört, so erzählt der Talmud, er hat gehört, wie dieser Engel geschrien hat, weil, Gewalt! Ich habe den einen Mann fast in meiner Hand gehabt und er ist mir abgewichen. Das heißt, wenn jemand bröselt, Krümel auf den Boden liegen, ist nicht gut. Auch wenn du auf der Straße gehst, du siehst Brot, musst aufheben und auf die Seite legen, damit Leute nicht darauf treten. All das bringt zur Armut. Zohar Kadosh, Pinchas, Seite 244, steht geschrieben, Schreckliches. Wenn jemand auf Krümel nicht achtet, auf Brösel nicht achtet,
Er wird die Welt nicht verlassen, bis er zum Brot bedürftig wird. Hast du schon nicht auf uns gesprochen? Warum Brot, was Wertvolles? Man wirft nicht das Brot, man schaut auch beim Essen nicht überall zerbröseln. Jeder soll ein bisschen, auch wenn es kleine Kinder gibt und die sind ein bisschen schwierig, auch da danach alles wegräumen, nicht, dass es auf dem Boden bleibt. Dann, bei den Schabbat-Mahlzeiten sollte jeder 54 Gramm vom Brot oder von der Challah essen. Und das ist das, was, um die Mitzwa zu erfüllen. Aber auch das, Kede Achilat Pras, innerhalb einer bestimmten Zeit. Achilat Pras. Was ist das Achilat Pras? Wie lange braucht ein normaler Mensch, um so eine Menge Brot zu essen, um 54 Gramm Brot zu essen? Es gibt drei Meinungen. Eine Meinung sagt, zwischen 9 und 10 Minuten. Andere Meinung sagt, circa 7 Minuten, die letzte Meinung sagen 4 Minuten. Laut Rav Ovadia Yosef, das ist die mittlere, die goldene Mitte, innerhalb von 7 Minuten sollte man versuchen, die 54 Gramm vom Brot zu essen. Wenn möglich, in 4 Minuten noch besser, dann bist du laut allen Meinungen, hast du die Mitzwa ordentlich erfüllt. Gesetz, 7 Minuten, innerhalb von 7 Minuten, 7,5 Minuten, sollte man schauen, dass man 54 Gramm Brot oder Challah gegessen hat. Wenn es jemandem nicht möglich ist, jemand ist krank und er kann nicht so viel Brot essen, dann kann er den Mitzwa erfüllen auch mit Kazait. Kazait, das sind 27 Gramm, kann er den Mitzwa auch mit 27 Gramm erfüllen. Aber in so einem Fall, er wäscht sich die Hände, wie ich schon vorher gesagt, mit dem Krug 1, 2, 3, 1, 2, 3, aber ohne Bracha. Er segnet nicht al Netilat Yadayim, sondern nur Amotzi Lechem Min Haaretz. Er segnet nur auf das Brot, aber nicht auf das Händewaschen. Generell für das ganze Jahr. Wenn jemand unter 54 Gramm Brot essen will, er muss sich die Hände waschen, aber er segnet nicht auf das Händewaschen. Ja? Ab 27 Gramm muss er sich die Hände waschen. Unter 27 Gramm, sogar unter 18 Gramm, Entschuldigung, muss er sich nicht die Hände waschen. Aber gut ist, jedes Mal, wenn man Brot isst, sich die Hände zu waschen. Wenn jemand auch das nicht kann, er sagt, ich kann keine 27 Gramm Brot essen, er ist nach einer Operation, es geht ihm schwer, da kann er sich auch auf eine große Meinung verlassen. Rambam, laut dem Rambam ist Kazait 18 Gramm. Das heißt, in einem Notfall, wo es wirklich nicht geht, und nicht einmal 27 Gramm, so soll er 18 Gramm Brot essen, zumindest das. Wenn man? Wenn man ab, unter 54 Gramm, wenn man ab 27 Gramm Brot gegessen hat, muss man Birkat Hamazon sagen. Bei 18, zwischen 18 und 27 Gramm, da kommt man in eine große, große Meinungsverschiedenheit. Man sollte versuchen, immer entweder unter 18 Gramm zu essen oder über 27 Gramm. Dazwischen ist eine große Machloke, der Safek Gadol, was man da machen muss. Jetzt, deswegen, am Anfang normalerweise, Anfang der Speise, wir sind noch alle hungrig. Das geht sich locker aus, innerhalb von 4 Minuten diese 54 Gramm zu essen. Darum, gleich nachdem wir uns die Hände gewaschen haben, Gott sei Dank ist der Bach Shemolad, all unsere Tische sind voll mit Speisen, Salate, wie gesagt, bei den Ashkenazen Salat Chai, bei den Bucharen Chai Salatim, jedem laut seinem viele Salate, viele Sachen auf dem Tisch und wir wollen von jeder Sache kosten, kein Problem, aber zuerst ist von dem Brot. Zuerst von dem Brot, jetzt weißt du, du hast deine Pflicht erfüllt, du musst jetzt Birkat Hamazon sagen, aber dann kannst du langsam, langsam von allen Salate, von allen Speisen, kannst du nachher essen. Es ist erwünscht und gut, auch das laut den kabbalistischen Gelehrten, zwei Speisen in jeder Mahlzeit zu haben. Zwei Speisen in jeder Mahlzeit. Erwünscht ist es, wenn jemand es mag, dann Fisch zu essen. Er wünscht es Fisch, wenn es geht Fisch und dann Fleisch, ist gut,
Aber wichtig ist zu beachten, dass man Fisch und Fleisch gleichzeitig zusammen nicht essen darf. Shulchan Aruch sagt, das ist wegen der Gefahr. Es kann Krankheiten bringen. Sagt Shulchan Aruch, man soll es nicht zusammen essen. Fisch und Fleisch nicht zusammen essen. Und auch, das nennt man Mayim Emzaim, zwischen Fisch und Fleisch sollte man etwas Brot oder irgendetwas, was weder Fisch noch Fleisch ist, gegessen haben und sich auch die Hände gewaschen haben, so wie Mayim Achronim, gibt es Mayim Emzaim. Auch das ist Pflicht, ist Chuvah. Auch diese Fische, auch dieses Händewaschen zwischen Fisch und Fleisch ist Pflicht. Nicht nur Mayim Achronim, das letzte Wasser ist Pflicht, sondern auch dieses Mayim Emzaim ist Pflicht. Sagt uns der Zohar HaKadosh, Parashat Yitro, Seite 88, dass normalerweise bei jedem Feiertag musst du auch arme Leute einladen, beziehungsweise armen Leuten Geld spenden, damit sie was zum Essen haben. Wenn jemand das nicht macht, gibt es ein Pasuk, Veseretti Perish Chagechem Perish und so weiter. Zohar schreibt dort, Veonsha Deahu Barnash Sagi. Und die Strafe von dem einen Menschen, der das nicht tut, ist groß. An Feiertagen. Aber Shabbat ist so heilig, dass auch wenn jemand es nicht getan hat, dank dem Shabbat wird er verschont und er wird nicht bestraft. Trotzdem, auch wenn er nicht bestraft wird, trotzdem ist es gut, wenn jemand auch an die Armen denkt und auch den Armen spendet oder wenn er sie zu sich nach Hause einladen kann, sie auch zu sich nach Hause einladet. Dann, es ist gut und erwünscht, das gilt nur am Freitagabend und besonders für die Männer, dass man Knoblauch isst. Talmud, Baba Kama, Seite 82a, steht geschrieben, Asarata kanot tiken Ezra, 10, nicht Gesetze, aber 10 Bräuche hat Ezra festgelegt. 10 Sachen hat Ezra festgelegt. Eins von diesen Sachen ist, dass man am Freitagabend auch, dass man Knoblauch isst. Warum sollte man Knoblauch essen? Sagt der Talmud. 5 Sachen gibt es, wurde über den Knoblauch gesagt. Es masbir, es sättigt, es wärmt den Körper. Mazhil panim, es gibt eine Ausstrahlung im Gesicht. Umarbea zera, es vermehrt den Samen. Und die Würmer in deinem Magen, in deinem Inneren, das vernichtet sie. Wie Jeschum im Mund, manche sagen, Machnis Ava umuzietakin A. Es bringt die Liebe und bringt raus den Neid. Das ist das, all das, was über den Knoblauch geschrieben worden ist. Jetzt wird jemand sicher sagen, Vodarav, ich habe noch eine Sache und es bringt auch einen starken Mundgeruch. Ja, stimmt, aber da kann man noch was dazwischen essen, Zähneputzen und alles ist dann weg. Aber. Moment, jetzt werde ich euch sagen. Sefer Hasidim sagt, dass das Ganze gilt nur bei Knoblauch, der entweder gekocht oder gebraten ist. Aber nicht den lebendigen Knoblauch. Manche sagen auch lebendige Knoblauch. Warum? Weil das Ganze Erev Shabbat, Freitagabend, Upirio, Talmud sagt, Upirio iten beito und im Buch Tehilim, erster Kapitel, kennt ihr? Erster Kapitel im Psalm, Buch Tehilim, Ashreiche und so weiter, und dann Upirio iten beito und seine Frucht bringt es rechtzeitig raus. Eine Frucht, das heißt, damit die Menschen fruchtbar sind, ist es gut, Knoblauch zu essen. Wenn jemand Kinder will, das ist etwas Gutes, eine Sgula, um Kinder zu bekommen. Es gibt manche, auch laut der Kabbalah, dass sie, Rav Muzafi erzählt, auch über seinen Vater, dass man Äpfel am Schabbat essen soll. Ketapuach be'atzeayar vom Shira Shirim, es ist auch, bringt dazu zu Kinder. Oder, dass man auf den Tisch, wenn es möglich ist und jemand kann, Rimon, Granatapfel und Feigen auf den Tisch legt. Auch das bringt dazu, dass man Kinder, Sgula le'adim, dass man Kinder bekommt. Apropos Feigen, bei Feigen muss man sehr aufpassen, dass sie keine Würmer haben, weil drinnen schaut alles aus wie Würmer. Dann, es ist ein schöner Brauch und eine Mitzwa am Schabbat Lieder zu singen.
Unsere Weisen sagen, diejenigen, die Schabbatlieder singen und fröhlich am Schabbat sehen, Sgula le'ashirut, Sgula, es bringt dazu, dass man reich wird. Wer will Reichtum, soll am Schabbat Lieder singen und genießen. Was aber, wenn wir haben einen Schabbat und Feiertag gleichzeitig, welche Lieder soll man vorher singen? Du hast Purim und Schabbat oder du hast jetzt Sukkot und Schabbat. Vorher Schabbat und dann die anderen Feiertage. Warum Schabbat? Wiederum, das ist Allerheiligste. Zuerst die Lieder von Schabbat, und dann, außerdem, am Schabbatisch, Parashat HaShavua, Divrei Torah reden, Parashat Bo, ja, über die Parasha sprechen, welche Parasha wir haben. Weil bei Kerzen ist das komplett hier umgekehrt. Wie ist bei den Kerzen? Zum Beispiel Chanukka und Schabbat. Ja, das ist was anderes. Ist was anderes. Ja, ja. Dort wegen den Schabbat, das ist schon beim Kerzenanzünden, haben wir das schon gesprochen. Ja. Dann, also sollte man schauen, dass man auch Divrei Torah spricht am Schabbatisch. Warum? Weil, wir haben schon damals gesprochen, wie wertvoll es ist, Shiur Torah, Torah zu lernen, über Torah zu sprechen. Jedes Wort, das man ausspricht, das entspricht 613 Gebote. Das heißt, gleichzeitig jetzt, wo wir jetzt reden, bei jedem Wort, das ich jetzt spreche, hat jeder von uns jetzt 613 Mitzvot erfüllt. Eine Belohnung von 613 Mitzvot, mal jedes Wort, mal die Anzahl der Menschen, die jetzt anwesend sind, für jeden Einzelnen. Am Schabbat, und jetzt, Moment, noch dazu, wenn es jemandem schwerfällt, er musste jetzt auf irgendein Fußballmatch verzichten, oder er musste jetzt irgendwo auf ein Date verzichten, ist gekommen zum Shiur, Tom Achat Bezar, Mimer Shalom Bezar, mal 100, für jeden Einzelnen. Aber das normale Wochentage, das ist bei einem Schul, wo sie jeder von uns ein Milliardär von Mitzvot. Aber am Schabbat, wenn ich schreie, sagt, mal 1000, ist noch das Tausendfache. Gibt es keinen Kalkulator, um das zu berechnen, vergiss, das ist, kann man nicht berechnen. Nur der liebe Gott kann uns das Ganze ausrechnen. Dann ist es gut, dass man bei der Speisen, die man isst, dass man zusätzlich, obwohl wir jetzt beim Brot essen, dass man auch nachher noch Früchte und so weiter und Dessert isst, damit man noch zusätzliche Brachot gewinnt. Weil jeder von uns muss täglich 100 Segenssprüche gesprochen haben. An einem normalen Wochentag geht es sich locker aus, wenn man 3 Gebete betet und so weiter. 100 gehen sich locker aus. Aber am Schabbat, wir haben keine 19 Segenssprüche in jedem Gebet, wir haben nur 7. Und bei 3 Gebete ist dann ist eine sehr große Reduzierung. Es fehlen uns ca. 22 Brachot am Schabbat. Wie bringen wir das zusammen? Indem wir Früchte essen, Bracha sagen, auf Dessert Bracha sagen, Besamim, Gewürze zum Riechen, verschiedene Pflanzen zum Riechen, auch eine Bracha sagen und so weiter. Dann kann man auch dazu kommen, diese 100 Brachot zu sagen. Dann bezüglich der In der Früh, das Ganze haben wir jetzt gesprochen über den Abend, aber in der Früh haben wir auch eine Mitzwa, eine Speise, das ist die zweite Speise, die wir essen. Und da ist es so, besonders hier in Wien, ist es üblich, dass wir ein bisschen verwöhnt sind. Und wir haben eine große Mitzwa, die jeder von uns liebend gern erfüllt, das ist Onek Shabbat, der Genuss von Shabbat. Und deswegen, damit wir den Schabbat richtig genießen können, in den meisten Synagogen wird das Gebet ein bisschen verspätet. Bei manchen ist das ein bisschen viel. Wir beginnen mit dem Gebet ein bisschen spät. Da aber muss man sehr, sehr aufpassen und darauf Acht geben. Erstens, dass man Kriyat Shma, das Schma-Gebet in der Früh, rechtzeitig gelesen hat. Es gibt eine bestimmte Zeit, bis wann man das Schma-Gebet lesen kann. Dann auch das Morgengebet. Ja, wenn man bis Mittag hat man gebetet, nun, dann ist es kein umsonst gesprochener Segensspruch. Aber auch für das Morgengebet haben wir eine bestimmte Zeit. Das ist eine Stunde nach Kriyat Shma. Das heißt, jetzt hier im Winter, es ist circa um 10 Uhr. Ja, das heißt, manche, die letzte Zeit des Gebetes von Schacharit ist
circa 10 Uhr. Und manche beginnen erst um 10 Uhr, 10.30 Uhr, beginnen sie mit Birkot HaShachar. Aber dann lässt sich wie mit einer Lefkin bei Neum Melayla. Welche Birkot HaShachar? Jetzt solltest du schon vielleicht Tikkun Chatzot schon sagen. Das ist nicht gut, sollte man nicht machen. Zweitens, was für uns jetzt wichtig ist, wir beenden das Gebet, wenn wir spät beginnen, dann beenden wir auch das Gebet ein bisschen später. Das Problem ist, wir müssen mit dieser Speise, mit der Morgenspeise, müssen wir spätestens bis Mittag begonnen haben. Mittag meine ich nicht Punkt 12 Uhr, sondern Mittag, das ist die Zeit mit dem, wir berechnen die Tagesberechnung. Im Winter ist es ein bisschen kürzer, im Sommer ist es ein bisschen länger. Manchmal ist es hier in Wien sogar um 11.30 Uhr schon. Das heißt, 11.30 Uhr, manchmal musst du schon mit der Speise begonnen haben. Aber das Problem ist, man beendet, bei uns im Bet HaMidrash, Gott sei Dank, wir beenden immer vor 11 Uhr. Obwohl wir spät beginnen, 11.30 Uhr, wir beginnen um 8.30 Uhr, aber trotzdem, wir enden immer um 11 Uhr. Noch dazu gibt es noch ein Shiur, aber manchmal, man hat beendet rechtzeitig. Man kommt nach Hause, man will noch ein bisschen mit den Freunden plaudern, man muss noch warten, bis die Gäste kommen manchmal. Oder wenn man selbst irgendwo als Gast eingeladen ist, dann bist du in einem großen Problem. Wenn du nach Mittag, also nach Chatzot, wenn du bis Chatzot nicht gegessen hast, das ist schon die Hälfte des Tages, das heißt, es gilt so, als hättest du am Schabbat gefastet. Und am Schabbat darf man nicht fasten, nur mit zwei Ausnahmen. Zwei Ausnahmen gibt es, wo man am Schabbat fasten darf. Erste Ausnahme ist es Yom Kippur, das ist klar. Wenn Yom Kippur am Schabbat fällt, dann fasten wir auch am Schabbat. Zweite Ausnahme, Ta'anit Chalom. Wenn jemand einen schlechten Traum geträumt hat, so muss er am Schabbat, am selben Tag sogar am Schabbat fasten. Aber darüber haben wir ja eine extra Shiur-Serie, worüber wir noch reden werden. Das heißt, das ist bezüglich jetzt den Mahlzeiten der Speisen. Wir gehen jetzt kurz rüber dann, bei der Mahlzeit. Wichtig aufpassen, warum? Steht geschrieben, Likrat Shabbat lechu venelcha kihi mekora beracha. Beim Lied von Rabbi Shlomo Elkavetz, dass wir alle beim Eingang vom Shabbat singen, steht geschrieben dort, Likrat Shabbat lechu venelcha, gehen wir entgegen dem Shabbat. Wieso? Kihi mekora beracha, denn der Shabbat ist die Quelle des Segens. Die Quelle, von wo dein ganzer Segen kommt, das ist von Shabbat. Darum muss man aufpassen und sehr Acht geben, dass man am Shabbat das Tischgebet mit besonderer Andacht wörtlich, ordentlich spricht. Dann, man muss auch beim Tischgebet, eine Dazufügung gibt es, Reze v'achalitzenu, Yom HaShabbat Hazeh und so weiter, das muss man alles dazufügen. Falls man es vergessen hat und noch nicht mit dem vierten Segensspruch begonnen hat, gibt es noch einen Satz, den man dort dazufügen kann. Wenn nicht, Chas v'Shalom, dann ist es nicht gut. Man muss sehr, sehr aufpassen bei Birkat HaMazon, weil der ganze Segen hängt davon ab. Ich mache jetzt ganz kurz noch ein bisschen einige Sachen von der Havdalah und dann beginnen wir nächste Woche schon, beim nächsten Shur schon, mit den Tachles, mit der Einleitung über die Melachot. Havdalah. Pflicht der Havdalah gilt sowohl für Männer als auch für Frauen und sowohl Männer als auch Frauen müssen die Havdalah machen, aber laut der Kabbalah ist es besser, wenn die Frauen von ihren Männern befreit werden. Aber wenn die Frau alleine ist, sie hat keinen Mann oder sie ist irgendwo alleine, wo niemand die Havdalah macht, so soll die Frau die Havdalah machen. Und jetzt viele fragen dann, was ist mit dem Wein? Darf die Frau auch nachher von diesem Wein trinken? Wieso? Weil manche sagen, dass wenn eine Frau von diesem Weinbecher von der Havdalah trinkt, bekommt sie einen Bart. Ja? Aber das sagt man nur, damit die Frau nicht davon trinken. Das ist ein Geheimnis. Oder manche sagen, sie wird eine schwierige Geburt bekommen. Ja? Aber nein. Wenn die Frau allein ist, muss sie machen und muss auch von dem Wein trinken. Dann, in der Havdalah von dem Wein, nachdem wir alle Segensprüche gesprochen haben, wir machen die Havdalah
auf den Wein, auf Kerzen und auf Düfte. Nachdem wir alles gemacht haben, man schüttet ein bisschen von dem Wein auf ein kleines Teller. Könnt ihr euch erinnern, warum? Talmud, Eruvin, Seite 65. Dort, wo Wein ausgeschüttet wird, dort gibt es viel Segen. Und deswegen, die Woche beginnt, wir wollen die Woche beginnen mit einem Segen. Wir schütten ein bisschen, nicht auf den Boden, sonst schimpft die Frau, ein bisschen auf einen kleinen Teller. Und damit haben wir auch diesen Brauch erfüllt, dass man das gemacht hat. Und man nimmt ein bisschen von dem Wein. Shulchan Aruch sagt, man gibt es auf die Augen. Viele machen das auf die Augenbrauen. Ich weiß nicht, von wo das kommt. Geschrieben steht auf die Augen. Dann nimmt man noch ein bisschen und man gibt auf den hinteren Knochen, den wir da haben. Man nennt es Knochlus. Das ist der Knochen, mit dem die Toten, also von dem nachher die Toten wiederbelebt werden. Das ist der Kern, von dem nachher der ganze Mensch bei der Wiederbelebung nachher aufstehen wird. Es ist ein Brauch, dass man Mozei Shabbat Lieder über Eliyahu Navi singt. Eliyahu Navi, und manche erwähnen seinen Namen sehr, sehr oft. Warum? Weil wir hoffen, dass die Woche jetzt beginnt mit dem Erscheinen von Eliyahu Navi, der uns die Erlösung ankündigen wird. Denn Talmud sagt, Masechet Psachim, dass der Maschiach wird nicht kommen am Schabbat und nicht am Freitag. Warum? Am Freitag, du musst dich vorbereiten für Schabbat, du hast keinen Bock auf Maschiach, keine Zeit auf Maschiach jetzt. Sogar Maschiach legen wir auf die Seite für Schabbat. Und Schabbat selbst, es ist Schabbat, da musst du genießen, speisen und Torah HaSeudah, nein, nein, nein. Maschiach, bitte warte noch ein bisschen, Mozei Shabbat. Ich sage heutzutage, wie die Lage heute ausschaut, soll auch am Schabbat kommen und dann wird uns auch erklären, warum am Schabbat gekommen ist. Aber weil er, Mozei Shabbat, das ist die Zeit, wo er kommt, deswegen man erwähnt Eliyahu Navi. Zweiter Grund, warum? Weil all diejenigen, die den Schabbat gehalten haben, auch wenn sie Bösewichte waren und viele böse Taten gemacht haben, am Schabbat haben sie eine Ruhe von der Hölle. Die haben kein Höllengericht am Schabbat. Pause. Man bringt sie raus und sie gehen in eine Kur für 24 Stunden. Und jetzt, nachher Mozei Shabbat, man öffnet wieder die Genom wird wieder aufgemacht und mit dem Jizbis wird wieder begonnen und deswegen man Eliyahu Navi soll sie verschwinden. Ihnen dort helfen und sie verschonen, dass sie dort nicht reinkommen. Deswegen ist es auch so, dass wir Mozei Shabbat, man soll auch kein Wasser trinken vor der Havdalah. Wenn man Wasser trinkt vor der Havdalah, ist geschrieben, dass diese Bösewichte, sie kühlen sich dabei in diesem Wasser ab und du stiehlst von ihnen dieses Wasser, das sie abkühlt. Deswegen sollte man das nicht tun. Erst nach der Havdalah ist umgekehrt. Nach der Havdalah ist es sogar erwünscht. Warum? Weil nach der Havdalah wird geschrieben, dass der Brunnen von Miriam irgendwo gerade jetzt sich befindet und kann sein, dass du von diesem Wasser, von dem Brunnen von Miriam, das in der Wüste war, was die Weisheit den Juden gegeben hat, was sie deswegen nichts vergessen haben, deswegen ist es gut, dass man am Shabbat nach der Havdalah etwas trinkt. Vor der Havdalah darf man weder essen noch trinken. Man muss zuerst die Havdalah gemacht haben, du zeigst schon lange auf. Sag ich jetzt? Sehr gut. Nachdem wir schon von dem Wein der Havdalah getrunken haben, das heißt die Männer oder wenn es eine Frau gibt, dann die Frau, schütten ein bisschen auf dieses kleine Teller, dann nehmen wir die Kerze, wir segnen davor auf die Kerze, Bore Morea Esh, wir nehmen den Daumen und wir umhüllen ihn mit den vier Fingern, schauen auf die Nägel, schauen auf die Nägel mit dem Feuer, das ist ein bisschen, und das damit, wir sagen die Bracha und nachher machen wir das so. Gibt es auch Gründe, die wir jetzt nicht erklären werden, warum, dass man das macht. Es gibt zwei, Juda und Israel und nachher das Ganze, Entschuldigung, Ishmael und Esav und nachher haben wir da zwölf Schnitte, das heißt, die zwölf Stämme, sie überwiegen Ishmael und Esav. Aber das lassen wir kurz jetzt. Wenn es keinen Wein gibt für die Havdalah, und wir sagen auch einen Segensspruch auf die Düfte.
entweder Acebesamim, Izbebesamim oder Minebesamim. All das, was Baum ist und einen guten Geruch hat, sagen wir Acebesamim. Zum Beispiel Nelken ist Bore Acebesamim. All das, was Essen, Kraut, nein, Kraut, kräuterlich ist, das ist Izbebesamim. Das heißt, die Myrtenzweige zum Beispiel, das ist Aze, das ist ein Baum. Aber Minze und so weiter, das sind Izbe, die, sagen wir, darauf sagen wir Izbebesamim. Wenn etwas weder das noch das ist, das ist Minebesamim. Auf ein Parfüm sagen wir Minebesamim, aber nicht Parfüm von Frauen, sondern es gibt verschiedene Parfüms, die wir nicht darauf segnen dürfen. Zum Beispiel Parfüm von Götzendienst, Parfüm von Toten. Chas v'shalom, wenn jemand gestorben ist, dann legt man ein bisschen Parfüm, damit es nicht stinkt. Auf so einen Parfüm zu segnen, darf man nicht. Oder Parfüm, das schlechte Düfte wegspringt. Ja, WC, was wir haben. Sagen wir keine Bracha darauf. Auch wenn es sehr, sehr gut riecht, keine Bracha. Und Besanim shel Erva, also verbotene Gerüche von verbotenen Frauen. Das heißt, wenn von irgendeiner Frau einen Parfüm gibt, oder Parfüm, darfst du nicht darauf riechen. Warum? Weil das ist für dich verboten. Aber wenn es von deiner eigenen Frau ist, ist es erlaubt. Bore mine besamim. Öde Parfüm. Warum Parfüm? Es ist nicht, um schlechten Duft wegzubringen, sondern um guten Duft zu bekommen. Aber wenn du hast Deodorant zum Beispiel, Deodorant, das ist, um einen schlechten Duft rauszubringen. Oder vom WC. Darauf sagst du keine Bracha. Auch wenn es sehr gut riecht. Keine Bracha. Wenn du gar nichts von denen hast, aber du hast eine Frucht, die gut riecht, Zitrone, Orange, sagst du den Segenspruch, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Hanoten Reach Tov Baperot, und riechst es nachher. Dann, nach der Avdalah, wir nehmen die Kerze und löschen sie mit dem Mund. Darf man überhaupt keine Kerzen löschen, auch keine Geburtstagskerzen. Ah, Masadu, nein, darf man nicht, das ist nicht jüdisch. Das bringt zu einer Krankheit, sollte man nicht machen. Die Kerze, wir löschen sie nicht mit dem Mund, sondern wir auf dieses ausgeschüttete Wein, das wir ausgeschüttet haben, darauf löschen wir die Kerze. Es gibt einen Brauch, auch nicht Pflicht, dass man von diesem Rauch ein bisschen riecht, auch das ist Sgula für jedenfalls Gutes, ja. Wenn man keinen Wein hat, was haben wir gesagt bei einem Kiddush? Wir machen den Kiddush auf Brote. Bei Havdalah machen wir das nicht. Ich habe keinen Wein, dann macht man den Kiddush nicht auf Brote, sondern auf ein alkoholisches Getränk. Aber das Ganze, wenn es keinen Wein in der Stadt gibt und nicht innerhalb von eine Entfernung von einem Tag hergebracht werden kann. Das heißt, heute ist es sehr unrealistisch, auf ein alkoholisches Getränk eine Avdalah zu machen, weil wenn du wohnst in Wien, obwohl du keins hast, in Wien irgendwo gibt es sicher einen koscheren Wein. Ich glaube auch in Deutschland und in anderen Städten, ich glaube, ist es auch so der Fall. Bevor man mit den Tätigkeiten in der Nacht beginnt, das heißt Licht ein- ausschalten, muss man entweder die Avdalah gemacht haben oder im Gebet, Aravit-Gebet, eigentlich mit dem beginnt man, nicht mit der Avdalah, sondern mit dem Gebet, Aravit-Gebet, muss man sagen, Atachonan Tamu, bei dem Segensspruch Atachonen Ladam Dat, gibt es eine Dazufügung für Moze Shabbat, Atachonan Tamu. Das heißt, dort gibt es die Unterscheidung zwischen Tag und Nacht, zwischen Heiligen und Profanen, das heißt, es gibt eine Unterscheidung zwischen Tag und Nacht. Es gibt eigentlich drei Unterscheidungen. Deswegen, ich habe davor, es ist Parashat Bo. Parashat Bo, was wir jetzt haben, Bo ist wie viel in der Buchstabenanzahl? Bet ist 2, Aleph ist 1, das heißt 3. Ein Hinweis, es kommen noch 3 Plagen in der Parashat. Ja? Aber es gibt noch einen anderen Hinweis, dass es gibt 3 Unterscheidungen in der Havdalah. Gott sagt, ich will euch zeigen, dass es bei mir eine Trennung gibt. Eine Trennung zwischen Tag und Nacht. Was war das? Zwischen Tag und Nacht in den 3 Plagen? Welche Plage war das?
Choshech, bei der Finsternis. Zwischen Heiligem und Profanem, das war bei dem zwischen Schabbat und den Profanen, zwischen Heiligen Tag und Profanen, das war bei den Arbe, bei den, wie heißt das Arbe? Heuschrecken. Bei den Heuschrecken, warum? Weil die haben am Schabbat haben sie geruht, die Heuschrecken. Und die letzte, bei der letzten Plage, Bechorot, das war die Trennung zwischen Israel und den Völkern. Es gibt eine Trennung zwischen Israel und den Völkern. Es ist nicht dasselbe. Obwohl im Neuen Testament Paulus sagt was anderes, aber bei uns, es gibt eine Trennung. Es gibt eine Trennung. Amavdil ben Kodesh lechol, ben Or lechoshech, u ben Israel leamim. Ja, der unterscheidet zwischen all diesen drei Sachen. Ja? Und deswegen, Atachon Antano, wir sagen, Gott macht diese drei Trennungen und ab dem kann man nachher, auch wenn man noch nicht die Havdalah gemacht hat, man kann schon Licht ein- und ausschalten, sicher, wenn die Zeit schon gekommen ist. Schabbat-Ausgang, Sternausdruck, ja? Wenn jemand nicht Arvid gebetet hat und noch nicht die Havdalah gemacht hat, muss er zumindest sagen, Hamavdil ben Kodesh lechol. Der unterscheidet und trennt zwischen Heiligen und Profanen. Am Yom Tov, wenn am Schabbat auch ein Schabbat-Ausgang ein Yom Tov fehlt, da muss man sagen, Hamavdil ben Kodesh lekodesh, der unterscheidet zwischen Heiligem und Heiligem, weil es sind zwei verschiedene Heilungen. Oder im Gebet, Vatodiem. Noch eine kleine Sache, dann sind wir fertig. Wie gesagt, man darf vor der Havdalah darf man weder essen noch trinken, bis man die Havdalah nicht gemacht hat. Falls jemand es nicht geschafft hat, am Motzei Shabbat die Havdalah zu machen, hat er Zeit bis Dienstag es nachzuholen. Warum? Weil die außer man macht es nur auf den Wein, aber man macht nicht die Bracha weder auf das Feuer noch auf die Düfte. Warum? Das Feuer ist zur Erinnerung an dem ersten Feuer, das Adam schon gemacht hat, zum Motzei Shabbat. Und jetzt ist schon Montag oder Dienstag, kannst du es nicht machen. Und die Düfte, warum riechen wir mit den Düften am Motzei Shabbat? Für was brauchen wir diesen Duft? Weil auch da jetzt, wir haben eine zusätzliche Seele am Schabbat bekommen. Und diese zusätzliche Seele, sie verlässt uns jetzt. Und wo diese zusätzliche Seele, die Schabbat-Seele uns jetzt verlässt, wir werden ein bisschen down sein. Wir werden ein bisschen irgendwie, damit wir nicht so, nehmen ein bisschen Geruch und lass die Seele von der, weil die Seele, sie genießt von dem guten Geruch, rieche von dem Geruch und deswegen haben wir diesen nur Motzei Schabbat. Die Seele, wo sie uns verlassen hat. Am Montag oder Sonntag oder Dienstag bringt es nichts. Darum, wenn man es nicht geschafft hat, am Motzei Shabbat die Havdalah zu machen, machen wir die Havdalah bis Dienstag, können wir das nachholen. Baruch Adonai Olam, Amen, Amen.